So, wir sind hier in Stormwind. Ich muss erstmal überlegen, weil meine letzte Aufnahmesession auch schon wieder 2 Wochen her ist. Svens Lager, Vox in den Wäldern, Ogre, Seuchenverbreiter. Gut. Also, eine kleine Änderung für das Let's Play. Ich arbeite seit dem 18.05. da bei meiner Frau beim Supermarkt als Türsteher. Erstmal bis Ende Juli. Und ja, da komme ich leider nicht so viel zum Seid Aufnehmen. gegrüßt. Und da das Sie. Let's Play hier nach dem WoW Retail Let's Play angefangen hat, muss ich leider das Let's Play hier auf alle 2 Tage verschieben, weil ich weiß nicht, wie ich zum Aufnehmen komme. Heute muss ich zum Beispiel von 15 bis 21 Uhr arbeiten. Deswegen jetzt habe ich gerade noch so ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Wir haben jetzt 11:30 Uhr. Und ja, deswegen, ich habe auch keine Folgen mehr ab Montag. Also ab heute so gesehen. Wir haben jetzt, was haben wir denn heute? Mittwoch. Genau. Wir haben heute Mittwoch. Gestern war frei gewesen. Da hatte meine Schwester Geburtstag. Da sind wir zu meiner Schwester gefahren. Und ja, den Rest der Woche muss ich arbeiten und deswegen ist etwas blöd, aber leider muss ich hier das Let's Play auf alle 2 Tage umändern. So wie wir es am Anfang auch hatten. Und wenn wir dann nee, andersrum. Wenn ich dann wieder daheim bin, weil ich glaube nicht, dass das mit den Zugangsbeschränkungen von wegen jeder braucht einen Einkaufswagen, jeder braucht eine Schutzmaske. Ich glaube momentan nicht, dass das bis nach Juli andauert. Dann werden wir das Let's Play wieder jeden Tag haben. Momentan, ja. Müssen wir leider das so machen und ja, es wird dadurch halt auch etwas länger dauern, bis wir Stufe 60 werden. Genau, das war das Organisatorische. Wir werden heute wieder im Dämmerwald weiter questen, weil dadurch, dass ich jetzt wirklich maximal 2,5, 3 Stunden Zeit habe, also ich will 7 Folgen heute aufnehmen. Bringt es nichts, mit dem Verlies heute anzufangen. Und ja, Verlies werden wir auf jeden Fall noch machen. Vielleicht nächste Woche, wenn ich dann frei habe oder mal nachts aufnehmen. Das Keine Licht Ahnung. sei mit euch. Die Schattengestalt nehmt das Buch, das ihr auf Svens Hof gefunden habt, und zeigt es den Einwohnern von Dunkelhain. Das Licht segne euch. Okay, machen wir doch. Friedhof. Gehen wir zum Friedhof jetzt erstmal und killen ein paar. Was brauchen wir? Nachtwache. Seuchenverbreiter. Ja, wir gucken erstmal nach den Seuchenverbreitern. Da ist schon einer. Level 27 geht aber. Ja, ist gut. Was? Erlittener körperlicher Schaden um 5 Punkte erhöht, Ausdauer um 3 verringert, Chance von 10%, die wandernde Seuche bei einem Treffer zu verbreiten. Okay. Und davon brauchen wir jetzt 20. Echt jetzt. Ich schau das mal neu drauf.
Was ist das hier? Skeletträuber. Essen und Trinken herstellen wir, glaube ich, ganz gut. Ja, es reicht erstmal. Und ich glaube, die Seuchenverbreiter sind vor allem hier drüben in diesem in dieser Gruft drin. Ja, hier vorne stehen schon eine Menge. Verfaulter. Ich will jetzt halt auch keinen. Warte mal, hier diese Aaskrabbler, die brauchen wir doch auch, oder? Wow. Weg, 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 weg. Betäubt? Warum sind wir betäubt? Geht's noch? Alter, was soll denn die Kacke hier? Nein, nein, weg, weg, weg. Den hatte ich doch gar nicht angegriffen. Warum konnte ich den jetzt fertig angreifen und plündern? Ist der Magi gestorben, der hier eben war? Hm. Ja, für was brauchten wir eigentlich den Aaskrabbler? Da war doch auch irgendeine Quest, die wir da gebraucht haben. Nein. Makellose Spinnenseide. Von den Aaskrabblern, genau. Und davon brauchen wir 8. Auch gut. Ich würde sagen, wir gehen so rum hin. Level 28, außer Reichweite. Ja, ist gut. Oh, geht eigentlich recht gut. Widerstanden, Alter. Widerstanden. Erstmal wieder hinsetzen. Level 8. Ja, der hat aber ganz schön mit seinem Leben zu kämpfen hier. Ich weiß noch, damals mein Kumpel und ich, wir haben das so gemacht, wir haben ja zusammen die ganze Zeit gequestet. Und ich mit Magier, er mit Priester. Und wir sind dann in eine Gruppe, also ich bin in eine Gruppe reingelaufen, hab Arcane Explosion gemacht und er hat mich von hinten geheilt. Das war auch geil. So, wir müssen hier runter am besten. Widerstanden, Alter. Hör auf. Das lädt immer noch auf. So, jetzt aber ganz dringend essen und trinken und am besten bis zum Schluss sitzen bleiben.
schon wieder 10 Minuten rum. Eieiei. Also hier die Zeit, die vergeht so schnell bei Classic. Ja, wir bleiben nicht bis zum Ende sitzen. Weg. Eben hat es geklingelt, aber ich kann gerade nicht dran gehen. Also die Tür unten. Ist wahrscheinlich wieder ein Päckchen für einen Nachbar oder so. Weil wir haben nichts bestellt. Was haben wir jetzt hier? Gedanken verseuchen. Alle 10 Punkte, alle 10 Sekunden 10 Punkte Mana abgesaugt. Ich glaube, es hackt hier. Was soll denn die Kacke? Also das ist nicht nett. Alle 10 Sekunden 10 Mana weg. Vor allem, wenn wir gerade am Kämpfen sind, regeneriert sich das Mana ja gar nicht dann. So, wir müssen gucken, warum sind wir denn immer noch in Fight? Von wo? Jetzt sind wir aus dem Kampf raus, wo der alle besiegt hat und wir haben nicht einen Erfahrungspunkt abgekriegt. Sauerei. Jetzt können wir uns hinsetzen. Wir müssen dann gucken, dass wir auch noch von den Spinnen machen, gell? Hirnfresser, Level 29. So. Ich muss näher ran. Ja, ist gut. Da ist wieder der Knochenkauer, der hier die ganze Zeit Patrouille läuft. Wir warten jetzt kurz, bis der hier hochkommt und killen den dann. Weil der läuft ja einmal jetzt hier rüber und dann kommt er hierher. Hierher, mein Freund. Ah, und um die Ecke steht natürlich noch einer. Alter. So, den müssen wir jetzt hier. Ja, ist ja gut, Mann. Das hier brauchen wir. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Alter. Das war knapp. Das war echt knapp. So, wo sind wir? 15 Minuten. Ich schreck mal hier kurz und wir sehen uns dann morgen wieder.